Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal Ankermann, die hatten wir bisher noch gar nicht, mit dem Powered by Asus Gaming PC, hier stehen wieder die technischen Daten, wie es bei allen anderen meistens auch ist, für 1753,50 €. Kurze Eckdaten, AMD Ryzen 5 5600X, RTX 2060 OC Evo, 16 GB RAM, NVMe M.2 500 GB, 1 TB Samsung SSD 870 und Windows 10 Pro. Die genauen technischen Daten stehen unten drin und die schauen wir uns jetzt mal an. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Zuallererst haben wir halt den AMD Ryzen 5 5600X Prozessor in der Box-Variante, da ist aber ein anderer Kühler drauf, von daher ist das egal. Hier haben wir ihn auch schon, auch in der Box-Variante, der Lüfter, der fliegt natürlich dann raus, hat eine TDP von 65 Watt, was weiß Gott nicht viel ist, unterstützt wie immer den DDR4 3200 MHz Standard, ihr könnt den auch mit 3600 oder 4000 betreiben, das ist auch kein Problem, das ist dann dieses sogenannte Overclocking. Reicht zum Zocken völlig aus, wie gesagt, wie immer zum Stream würde ich eher zu einem 8-Kerner raten wie dem 5800X, aber sonst ist das alles in Ordnung. Kostet 262 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir ein Asus ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi Mainboard. Das haben wir hier und das haben wir auch tatsächlich schon privat verbaut bei dem Rechner meiner Freundin Lexi. Und es ist einfach so bei diesem Board, es ist sehr schön, es hat sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten, wunderbar. Nur wir hatten Probleme mit dem Netzwerkchip, der darauf verbaut ist. Wenn wir über LAN gestreamt haben, auf Twitch zum Beispiel, hatten wir zwischendurch immer wieder Unterbrechungen, die wir erst fixen konnten, als wir eine externe Netzwerkkarte eingebaut haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei allen Boards so ist, bei unserem war es auf jeden Fall so, war aber jetzt auch keine große Sache. Ansonsten ein wunderschönes Board, gekühlte Spannungswandler, schöne I.O.-Blende, 4 RAM-Plätze, hier kommt die M.2 SSD rein, hier habt ihr noch einen Grafikkarten-Slot. Hier ist auch genug Abstand dazwischen, dass man halt diesen Slot auch benutzen kann, weil manchmal hat man so das Problem, dass die Lüfter diesen Slot verdecken. Hier könnte man zum Beispiel noch eine Capture-Card einbauen, hier eine WLAN-Karte, das hat jetzt WLAN, aber ich sag's nur, ist halt möglich. Hier unten noch eine USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr haben wollt. Hier könnte man noch eine M.2 SSD verbauen. Dazu haben wir dann auch 7.1 mit Toslink, hier sind die Anschlüsse für die Antennen für Bluetooth und WLAN. Hier haben wir DisplayPort und HDMI, das benutzt ihr natürlich in dem Fall nicht, weil der Prozessor keine eingebaute Grafikeinheit hat. Dann haben wir viermal USB 3.0, einmal USB 3.1a und einmal USB 3.1c, zweimal USB 2.0 und einen Netzwerkanschluss und noch einen BIOS Flash Button. Auf diesem Bild sieht man auch nochmal schön, wie die Antenne angeschlossen ist. Eine externe Antenne, die stellt ihr dann meistens aufs Gehäuse oder irgendwo neben den Tisch, dass ihr genug Empfang habt. Alles in allem ein wunderschönes Board. Kostet 179 € bei eBay. Dazu bekommen wir eine Asus Dual RTX 2060 06G-Evo. Hier haben wir natürlich den Vorteil, wir wissen, was wir bekommen. Die Sache ist einfach die, es ist eine mit Dual-Fan. Die werden gerne mal etwas lauter. Wenn ihr eine mit 3 Lüftern habt, dann können die langsamer drehen. Das heißt, die wird dann auch nicht so laut. Unterscheidet sich natürlich nicht großartig vom Chip her oder vom Speicher. Das ist meistens immer dasselbe. Hat eine TDP von 160 Watt, ist jetzt auch nicht so viel. Ist natürlich schon eine ältere Grafikkarte. Ist auch nicht die Super-Variante, sondern die ganz normale. Aber wir kommen gleich noch zu einem Vergleich, beziehungsweise zu einer Alternative. Da zeige ich euch das nochmal. Reicht zum Zocken der meisten Games natürlich auch aus. Wenn ihr jetzt wirklich, wie immer das Beispiel, sagen wir mal Cyberpunk, auf Ultra und WQHD und 144 FPS zocken wollt, das schafft diese Grafikkarte einfach nicht. Da müsstet ihr dann an die Textur ein bisschen rumschrauben. Aber für die meisten AAA-Titel reicht es halt, wie gesagt, 60 FPS sowieso. Kostet 449 € bei ProShop. Dazu bekommen wir Corsair Vengeance LPX 16 GB DDR4 3200 MHz Kit. 2x8 GB Black Dual Channel, ganz wichtig. Hier ist er auch schon in der 3200 MHz Variante. Die Sache ist einfach die, wie gesagt, den Prozessor kann man auch auf 3600 und gar 4000 betreiben. 4000 ist Quatsch, weil zu teuer. 3600 wäre ganz nice gewesen. Die Ergebnisse sind auch messbar. Sagen wir jetzt mal 3 bis 4 FPS mehr. Ob das jetzt den Braten so fett macht, naja. Wäre schön gewesen.
gewesen, wenn er dabei gewesen wäre. Über diesen RAM kann ich auch nichts Schlechtes sagen, habe ich schon öfters verbaut. Kostet 69,65 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir eine 500 GB Western Digital Blue SN550 NVMe SSD. Die haben wir also auch schon, hat eine Lesegeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1750 MB die Sekunde. Die tun sich nicht so viel. Ihr könnt auch eine Kingston, eine Crucial, irgendwas in der Art nehmen. Das ist alles dasselbe. Die reicht natürlich zum Zocken auch völlig aus. Kostet 54,90 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir doch noch eine 1 TB Samsung SSD 870 QVO. Hat eine Lesegeschwindigkeit von 560 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 530 MB die Sekunde. Die ist natürlich völlig ausreichend, um Spiele darauf auszulagern oder auch andere Programme. Ihr wärt natürlich schneller dran, wenn es jetzt auch eine M.2 wäre, klar. Aber ob ihr das beim Zocken jetzt wirklich noch so merken würdet in den Ladezeiten oder ähnliches, wage ich mal zu bezweifeln. Ist natürlich deutlich schneller als eine HDD. Kostet 89 € bei Mindfactory. Dazu bekommen wir einen 650 Watt Corsair RM Series RM650 2019 ATX. 650 Watt sind natürlich völlig ausreichend für dieses System, vor allen Dingen mit der Grafikkarte. Wie gesagt, der Prozessor hat eine geringe TDP, die Grafikkarte auch. Das passt also. Herstellergarantie 10 Jahre ist auch wunderbar. Ich kann gegen dieses Netzteil auch nichts Schlechtes sagen. Das ist ungefähr auf demselben Qualitätsstandard wie BeQuiet, wobei ich BeQuiet wahrscheinlich noch ein bisschen höher einordnen würde. Aber wie gesagt, noch nichts Schlechtes drüber gehört. Hat 80 plus Gold-Zertifizierung. Kostet 85,90 € bei Octo24. Als Gehäuse haben wir das Corsair Carbide Spec Delta RGB Schwarz. Ja, zu dem Gehäuse kann ich euch jetzt nicht so viel sagen. Ich habe es noch nie verbaut. Es hat auf jeden Fall 3 RGB-beleuchtete Lüfter in der Front und einen Lüfter hinten, der nicht beleuchtet ist. Vom Aufbau her so ziemlich wie jedes andere Gehäuse auch. Das passt auch von der Länge her für die Grafikkarten. Hier kommt das Mainboard rein. Alles wunderbar. Hat eine Netzteilbox. Hat vernünftiges Kabelmanagement. Kostet 68,14 € bei DigiExpert. Als Lüfter haben wir einen Noctua NH-U12S-SE-AM4. Das ist ganz interessant. Noctua wird sehr selten verbaut und das finde ich sehr schade, weil die Noctua-Lüfter sind qualitativ sehr, sehr hochwertig und auch sehr, sehr teuer. Klar, die sehen jetzt natürlich nicht so geil aus, deswegen werden sie auch nicht so oft gekauft. Die gibt es auch in Schwarz, aber das ist so das typische Design. Und ich sage euch, wenn ihr jetzt, sage ich mal, auf eine LAN-Party geht und habt so einen Lüfter verbaut, dann weiß so ziemlich jeder, was das für ein Lüfter ist. Der sieht zwar scheiße aus, aber jeder weiß, das ist Qualität, was da drin ist. Ich will jetzt hier nicht die große Werbetrommel rühren für Noctua, aber ich bin sehr überzeugt von diesen Lüftern. Hat auch eine Herstellergarantie von 6 Jahren, also die geben auch sehr viel auf die Lager, die sind auch sehr leise. Kommt natürlich auf die Auslastung an des Prozessors. Der ist auf jeden Fall sehr gut geeignet für diesen Prozessor. Kostet stolze 69,87 € bei Mindfactory. Windows 10 64-Bit Professional haben wir auch vorinstalliert und aktiviert. Kostet 28,85 € bei MySoftware oder eben 14 € bei meinem Partner. Ihr habt das Video ja eben gesehen. Ansonsten sind hier nur noch diese Angaben. 120mm Standardlüfter, der ist natürlich hinten und das sind die drei in der Front. Und dann wären wir tatsächlich auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die Samsung SSD 2,5 Zoll. Hier haben wir die normale SSD. Hier haben wir den Prozessor, den RAM, Grafikkarte, das Mainboard, den Lüfter, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1345,55 €, das System soll kosten, 1753,50 €. Ich weiß nicht, warum dieser Betrag so krumm ist. Wahrscheinlich, weil die Leute dann denken, boah, das ist hart kalkuliert. Aber 400 € fürs Zusammenbauen zuzüglich Versandkosten finde ich schon hart. Eine Lieferzeit von 5 bis 8 Werktagen geht natürlich klar, rechtfertigt aber auch nicht die 400 € Aufpreis. Das ist einfach nur viel zu viel. Ihr könnt euch auch vorstellen, die meisten Produkte eben in dem Warenkorb waren ja bei Mindfactory verfügbar. Ihr könnt das System einfach dort nachstellen und dann von Mindfactory für 150 € zusammenbauen lassen. Habt ihr genau dasselbe. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu einer Alternative. Und zwar haben wir hier als Mainboard das Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Ich mag diese Aorus Elite Mainboards. Ich habe das X570 davon. Hat circa die gleichen Anschlüsse. USB-C ist da leider nicht vorhanden. Ist aber ansonsten ein grundsolides Board. Leider auch ohne WLAN. Deswegen machen wir das über eine Erweiterungskarte. Das ist genau dieses Thema, was ich immer sage. Erweiterbarkeit. Ganz wichtig. Als Gehäuse haben wir ein BeQuiet PureBase 500DX. Diese RGB-Beleuchtung, die man hier in der Front sieht, ist natürlich einstellbar. Das muss nicht orange sein. Da könnte jede andere Farbe natürlich auch einstellen. Dann haben wir ein besseres Netzteil, 750 Watt BeQuiet Straight Power 11 Modular 80 plus Gold, also auch 80 plus Gold Standard, aber 100 Watt mehr. Ihr müsst aber auch wissen, bei Netzteilen ist es so, werden sie zu 50-60% ausgelastet, sind sie am effizientesten. Alles, was darüber hinausgeht, geht schon wieder in die Ineffizienz rein. Deswegen haben wir jetzt einfach mal so eins genommen und ihr könnt natürlich hinterhergehen und eine fettere Grafikkarte noch reinbauen, die noch mehr verbrauchen kann, überhaupt kein Problem. Dann haben wir dazu noch eine Wasserkühlung von MSI. Jetzt sagt ihr natürlich, MSI Wasserkühlung und Gigabyte Mainboard, geht das überhaupt? Ja, das geht. Ihr könnt das ganz normal ansteuern über den 5 Volt 3-Pin Anschluss mit der Gigabyte Software, überhaupt kein Problem. Auch die Farbdurchläufe, ich habe das ja auch hier bei mir verbaut. Ich habe in dem Fall eine Enamax, aber ist halt auch kein Gigabyte, das funktioniert. Das ist derselbe Prozessor.
Jetzt haben wir natürlich anstatt einer 500 GB M.2 eine 1000 GB M.2 genommen, haben dafür aber die 1000 GB SSD 2,5 Zoll weggelassen. Das heißt, ihr müsst mit 500 GB weniger auskommen, habt aber eine höhere Geschwindigkeit. Das werdet ihr nicht großartig merken in den Ladezeiten von den Spielen. Aber es hätte preislich jetzt sonst nicht so gut gepasst, was ich euch hier zusammenstellen wollte, dass ihr das bei Mindfactory noch zusammenbauen lassen könnt. Ihr könnt natürlich hinterher über das Mainboard noch erweitern. Ihr könnt die selber auch zweimal kaufen. Packt ihr einfach nochmal in den Warenkorb und lasst die verbauen, weil das Mainboard hat auch zwei Slots dafür. Jetzt kommt aber der Punkt. Wir haben als Grafikkarte eine 12 GB ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger. 12 GB. Das heißt für euch erstmal das Doppelte an Grafikkartenspeicher. Und ihr könnt den Boost nutzen, den AMD in den AMD-Systemen nutzt, das ist Smart Access Memory. Hier haben wir mal die Werbeseite davon, bis zu 15% mehr Gaming-Performance mit AMD Smart Access Memory. Das funktioniert nur, wenn ihr einen AMD-Prozessor und eine AMD-Grafikkarte habt. Und dann haben wir mal so ein paar Vergleiche. Wir haben zum Beispiel hier bei Total War Sagas Troy, da haben wir bis zu 116%. Hier haben wir einmal die 100% als Vergleich. Das ist natürlich ein Ryzen 9 5900X und die Top-Grafikkarte aktuell. Aber gehen wir mal so in die Richtung, was wir gerade konfiguriert haben, zum Beispiel ein 5600X. In dem Fall eine etwas schwächere Grafikkarte, habt ihr aber auch bis zu 15% mehr Leistung bei Forza Horizon 4. Schauen wir uns Call of Duty Black Ops Cold War an, haben wir auch 14% mehr Leistung. Sprich, ihr habt noch einen Vorteil. Ich zeige euch nämlich gleich noch ein paar Testergebnisse, die beiden Grafikkarten gegenübergestellt, die in dem fertigen System und die in der Alternative. Und da ist das SRM noch gar nicht aktiviert. Hier sind wir auch schon bei den Testergebnissen. Hier haben wir die Gesamtleistung. Wenn wir die normale 2060 nehmen gegenüber einer RX 6700 XT, habt ihr 34,8% mehr Leistung. Gucken wir uns 3D Mark Firestrike Benchmark an, dann habt ihr 81% mehr Leistung. In 3D Mark 11 Performance GPU habt ihr 61% mehr Leistung. Und in Passmark hättet ihr auch 34% mehr Leistung. Das heißt, die Grafikkarte ist deutlich stärker als die, die in dem Fertigsystem verbaut ist. Und da ist, wie gesagt, das SRM noch nicht mit eingerechnet. Dazu hätten wir auch 16 GB RAM, aber 3600 MHz. Ihr könnt euch natürlich auch 32 GB reinkonfigurieren, kostet dann circa das Doppelte. Ich glaube, das liegt so bei 180 Euro. Aber ich wollte, wie gesagt, in diesem Budget bleiben. Und dann hätten wir noch eine Gigabyte PCI Express WLAN AC Karte. Gut, das System, das fertige, hat auch Wi-Fi 6 AX. Aber AC reicht zum Zocken völlig aus, das ist Wi-Fi 5. Und ich denke, damit kommt ihr auch ganz gut zurecht und ihr habt halt auch eine externe Antenne mit dabei. Da landet ihr dann bei einem Gesamtpreis von 1623,25 Euro. Jetzt müsst ihr noch diese 150 Euro oben drauf rechnen, dann landet ihr bei ca. 1770 Euro. Wenn ihr derzeit zwischen 0 und 6 Uhr bestellt, ist es sogar versandkostenfrei. Und wir haben so die Erfahrung gemacht, dass Mindfactory auch ca. 5 Tage braucht für so einen PC. Einige bei uns in der Community haben sowas mal bestellt, war auch überhaupt kein Problem. Ihr habt natürlich auch die Garantielaufzeiten von den einzelnen Komponenten. Und alles in allem werde ich euch diesen Warenkorb natürlich auch verlinken in der Beschreibung. Ihr könnt den so übernehmen, einfach bei Mindfactory bestellen. Die bauen den dann zusammen, alles schön, alles super. Wenn ihr ein anderes Gehäuse wollt, könnt ihr das natürlich ändern, wie ihr lustig seid. Überhaupt kein Problem. Hauptsache die Wasserkühlung passt rein, aber das steht ja meistens mit dabei. Und dann wären wir auch schon beim Fazit. Also ich würde dieses System nicht empfehlen. 400 Euro zum Zusammenbauen sind viel zu viel. Vor allen Dingen mit dieser, ich sag mal, veralteten Grafikkarte. Es gibt deutlich Besseres für das Geld. Habt ihr ja eben im Warenkorb gesehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst euch auch gerne mal im Discord sehen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.